So. Da ist der nächste. Dann machen wir mit dem, schleichen wir uns da an. Bellrod. Gucken wir erstmal hier um die Ecke, was da noch alles so rum heucht und keucht. Oh, nein. Ja, komm. Scheiße. War nicht so optimal. Mir ist auch aufgefallen, ich rede vielleicht ein bisschen viel so immer in den Let's Plays. Und das nimmt vielleicht auch ein bisschen die Stimmung weg. Und ich werde mich aber bemühen, mal nicht so viel mehr zu reden. So. Ich gucke mal ganz kurz hier wegen den optionalen Zielen und so. Okay. Und. Hä? Okay, ich glaube, das war das Feuer. Müssen wir uns jetzt mal angewöhnen, nicht mehr so viel zu reden. Und natürlich auch ein bisschen taktischer spielen. So, markiert. 60 von 100 schon. Geht doch recht fix, wa? So, ist hier noch irgendwo einer? Hier ist noch ein explosives Fass. Sonst mache ich jetzt keinen aus. Okay. Eine Munitionskiste. 5 Railroad-Schüsse. Das ist gut. Huch. So. Mann. So. Ja, diese Lecks zwischendurch, ne? Oh, ist schlimm. Ich verstehe auch nicht warum, weil das läuft ja so immer flüssig und plötzlich dann einfach puff. Also wenn jemand weiß, woran das liegt, mal bitte in die Kommentare schreiben. Und was machen wir jetzt mit dem Typen? Ihr dürft uns ja doch eigentlich nicht sehen. Aber wir können ihn treffen, das ist gut. Warte. Und. So. Wunderbar. Die Velvet ist schon echt cool. Da ist ein Zahnrad, oder was ist das? So eine alte Mühle, ne? Also keine Windmühle oder eine Mühle, wo man gemalt hat, sondern so ein Wasserrad. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ihr wisst, was ich meine. So. Die Kakano, Thompson, Velrod. Alle Tage dabei. Mich natürlich auch ein bisschen erkunden hier. Vielleicht liegen ja hier überall noch Textdateien und so. Aber wir gehen mal hier rein. Vielleicht finden wir ja noch was. Möchte natürlich so gut wie alles mitnehmen. Aber jetzt sind wir wirklich. Okay, wow. Das hat es jetzt richtig gebracht. Okay, pass auf. Schauen wir mal jetzt. Huch. Ach, jetzt komm. Du kannst die Ziffern tasten für die schnelle Auswahl von Gegenständen und Waffen verwenden. Ja, das wissen wir bereits. Im Kreismenü links. Na, okay. Konnte ich jetzt nicht mehr lesen. Erster Punkt der Tagesordnung, die 8-8. Neues Primärziel, die Artillerie zerstören. Die 8-8er Flachs. Gut, hier ist eine Munikiste. Kann man da was noch mitnehmen? Eine Stolpermine, okay. Stolpermine kann man am besten an Eingangsstellen, engen Stellen und schmalen Wegen oder Türen zum Einsatz. Das sieht auch krass aus. Ja, gut, ich habe schon ein bisschen Erfahrung aus Sniper Elite 2. So, da sehe ich doch schon einen. Nein. Ja, markieren wir mal die Fahrzeuge mal mit. Was soll das? Und da noch was? Ja. Da ist auch noch einer. Da hinten sehe ich nichts. Hier oben manchmal. Muss ich rauszoomen oder so. Ich erkenne aber nichts. Hä? Ja, schöner Stein. Ja, cool. So. Mehr habe ich jetzt nicht gesehen. Oh, mal hier rüber. Oh, wir werden hier sehen von links. Scheiße. Dachtest du immer so, ja, komm, schaffst du doch in der Zeit. Nein. Da ist noch einer, den haben wir wohl vergessen. So. Wie kommt denn da plötzlich einer hin? Aber es ist gut zu wissen.
Wie machen wir das denn jetzt? Gehen wir rüber oder... Ach, da ist noch einer. Scheiße. Ja, scheiße, toll. Was soll... Das war ja wieder mal richtig gut, Philipp. Komm. Die Leiche muss da weg. Die müssen wir weiter verschanzen. Nein. Dach. So. Da kannst du ein Dickerchen halten. Okay, pass auf. Das ist mir hier zu viel. Versuchen wir mal von der anderen Seite. Vielleicht klappt es da besser. Und wir werden schon wieder gesehen. Das ist scheiße. Wir hätten taktischer vorgehen müssen. Weißt du, vorhin noch gesagt? Und trotzdem nicht gemacht. So, wir haben jetzt hier die Autosounds. Das ist gut. Dann können wir die jetzt theoretisch alle mit der Sniper wegholen. Ja, so viel dazu dann. Pass auf. Wo bleibt der Sound? Und klatsch. Boah, das ist auch immer krass, ey. Vor allen Dingen, der neben uns, der müsste das doch hören, oder nicht? Ich meine, auch wegen den Autosounds, aber ich denke nicht, dass die Autosounds so laut sind, dass sie mal eben eine komplette Sniper übertönen können. Ein Schalldämpfer wie die Velroad haben wir ja auch nicht dran. Alter, der da drüben, ne? Machen wir den erst weg oder holen wir erst ihn hier vorne weg? Das ist jetzt die große Frage. Was machen wir nun? Komm. Schön. Da lag die MP40 wieder, aber die lassen wir jetzt mal liegen. So, wir gehen jetzt hier rüber. Oh, da ist ja noch einer. Scheiße. Warte, ist da um die Ecke noch wer? Ich mach keinen aus. Okay, wunderbar. Ist denn genau jetzt kommen wieder die Lex? Ah, nein. Und er da drüben sieht uns. Wird wahrscheinlich jetzt die Leiche sehen und Alarm geben, wa? Ja. Das war doch wieder klar. Na los, komm mal her, mein Freund. Komm mal ruhig ein paar Schritte dichter. Ach, ich bin auch schlecht, ey. Mann. Dass er doch keiner hört, wie der schreit, ne? So, plündern wir mal fix. Und dich auch nochmal. Dynamit. Na gut. Nehmen wir mal mit. Ich gehe zwar nicht davon aus, dass wir... Den haben wir... Nochmal ein bisschen Mund. So. Was? Durchkämme das Gebiet nach wertvollen Informationen. Na klar. Befestigungsanlagen an alle Offiziere. Der Aufseher der Verteidigung wird in den kommenden Tagen unsere Befestigungsanlagen inspizieren. Seinen Befehlen ist unbedingt Folge zu leisten, da wir beabsichtigen, unsere Verteidigungslinie gegen die heranrückenden Alliierten zu konsolidieren. Selbstverständlich ist er im Angriffsfall besonders zu bewachen und zu schützen. Informationen zum zeitlichen Ablauf erhalten Sie am zentralen Kommunikationsaußenposten in der Nähe des Brunnens. So. Schöne Musik läuft hier hoch. Ganz, ganz toll. So. Hier kommen wir bestimmt hoch. Ohne, dass hier mal gleich ein Gegner steht, oder? Na, wunderbar. So. Ich brauche noch Sammelkarten. Zum Tauschen und so. Ach, guck mal. Da. Den haben wir zum Beispiel vorhin nicht gesehen. War da ein Kopf? Da war ein Kopf. Warte, kriegen wir den? Allerdings, pass auf. Ja, siehst du. Wenn ich das will, dann kriegen wir das auch. Da drüben noch irgendwas. Mache nichts aus.
Okay. Die Musik ist sehr schön. Unsere Augen sind auch sehr schön. Und die da drüben haben uns nicht gesehen, das ist sehr gut. Okay. Jetzt haben wir natürlich keinen Sound of Silence. Wollen wir den einfach wegknallen? Oder? Ich weiß noch nicht. Komm, wir gehen mal hier lang. Scheiße! Fuck! Okay, pass auf. Dann schleichen wir uns mal darüber hin. Schon wieder. Wie kann uns das Auto sehen? Ah. Wie kann uns das Auto sehen? Muss ja jemand drin sitzen. Okay, das ist jetzt scheiße. Hä? Alter. Okay, warte. Hier hinten kommen wir da bestimmt unentdeckt rein, wenn wir uns hier lang pushen. Das wird bestimmt klappen. Noch sieht uns keiner. Der Typ ist genau über uns. Jetzt eine Granate wäre natürlich auch super. Hä? Hä? Was? Nee, 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 nee. Du weißt gar nicht, wo ich bin. Okay, hier ist noch ein Verbrennungsofen. Es tut mir leid. Einfach wegen des Prinzips. Und jetzt haben wir auch vielleicht wieder Sound. Hör zu Sound of Silence. Das war ja super. Ich weiß nicht, wo wir hier hinrennen. Wir rennen einfach. Wieder rein. Na, wunderbar. Aber was sollen wir machen? Ich möchte ja so taktisch wie möglich spielen. Und eigentlich auch nicht entdeckt werden. Aber irgendwie, wie auch immer, wurden wir jetzt entdeckt. Okay. Los, Standortwechsel. Wunderbar. Gut. Dieser Krach könnte meinen Schuss übertönen. Welcher Krach? Erstmal müssen wir den da töten, mein Freund. Kommst du hier rüber? Da kommt der rüber. Ah, dieser Sound of Silence. Ich verstehe. Okay, pass auf. Markieren wir sie nochmal. Fahrzeuge auch natürlich mit. Da war noch einer. Da ist auch einer. Oh, da ist die 88er. Da ist eine 88er. Das ist gut. Und ziemlich, ziemlich viele Gegner. Aber wir haben ja hier den Sound of Silence. Da kann man bestimmt was machen. So. Damit hatten wir denn den ersten. Ich hoffe, das hat keiner gesehen. Nein. Da. Dann bleib da, bleib da. Und zack. Du kriegst auch noch eine. Oh. Der ging einfach durch die Nase durch. Dass er auch nicht sieht, wenn die umfallen, ist auch gut. Okay, warte, da warten wir nochmal auf den Sound of Silence. Ballern wir in den Hoden weg, wer weiß das. Wir versuchen's. Ah, okay, ich sollte das lassen. Ja, was haben wir da getroffen? Niere. Das wurden wir gesehen. Wer hat uns denn jetzt gesehen? Das ist jetzt die Frage. Ah, die am 88er. Was können wir da machen? Schießen natürlich auch nicht mehr. Jetzt haben wir auch keinen Sound of Silence hier. Okay, warte. Dann machen wir es einmal so.
Ja. Na los, guckst du davor oder? Scheiße, da war eine Granate. Aua. Das ist jetzt natürlich mies. Verband voll. Ja, noch haben wir ihr Leben. Wo kommst du her? Fuck. Haben wir wieder so viele Leute übersehen, oder was? Hier, warte, da hinten. Wo ist der? Okay, ich sehe die Schüsse. Na, ja. Komm, jetzt. Perfekt. Herztreffer, was wird das? Lungentreffer? Man weiß es nicht. Alles. Einmal alles. Herztreffer, sag ich doch. So, pass auf, du bist der Letzte. Okay, du bist nicht der Letzte. Oh. Gut. Dann nennen wir das, ne? Dann können wir doch jetzt. Aua. Dann können wir doch jetzt. Das irgendwie zerstören, bestimmt. Mit einer Granate. Pass auf. So. Allahu Akbar. So, sehr schön. Da hätten wir Nummer 1 zerstört. Ich glaube, das hätten wir direkt am Anfang machen können. Angriff läuft. Ja. Hier noch Munition. Ah, hier gibt's doch bestimmt noch was zu looten. Wo geht's denn hier noch überall hin? Naja, das war der erste Streich. Und der zweite folgt sogleich. So, nochmal ein Laster zerstören. Aua. Hä? Nein, geh weg, jetzt nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nein. Gut, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. So ein Müll. Ist das schon wieder scheiße.